Der 9. November 1989 ist ein historisches Datum für Deutschland. Für den Schienenverkehr in der ehemals geteilten Stadt Berlin beginnt eine neue Zeit. Alte Bahnhöfe und Strecken werden wieder eröffnet oder wieder verbunden. Neue Strecken und Bahnhöfe entstehen. Der Lehrter Bahnhof wird zum Hauptbahnhof. 30 Jahre nach dem Mauerfall ist die Stadt kaum wiederzuerkennen. Wir haben diese spannenden Jahrzehnte in vielen Szenen dokumentiert. Wir zeigen den Betrieb zur Wende und die rasante Entwicklung bis heute. Bei der Eisenbahn, Straßenbahn und der U-Bahn. Abgerundet wird der Film durch Einsätze historischer Fahrzeuge, die Entwicklung der Museumsszene, die Berichte von Zeitzeugen und vieles mehr. Die Verkehrsgeschichte der Hauptstadt nach der Wende in faszinierenden Szenen. Laufzeit 58 Minuten.